wir haben einen geheimen Tipp bekommen vom Mann vor uns. Ja, guten Morgen allerseits. Hallo. Der Nils zieht sich gerade schon in die Stube an. Weil wir gehen jetzt zum Frühstück. Und danach geht's für uns zur Extra Magic Time. Ja. Wir haben heute große Pläne. Wir machen viel Magic heute. Ja, viel Magic. Und wir wollen Peter Pan riden. Ja. Nachdem der gestern den ganzen Tag bis zu 45 Minuten Wartezeit hatte. Ja. Ist er jetzt gleich rein. Ist der gleich wahrscheinlich defekt? Sag sowas nicht. Ja, wird schon schief gehen. Ja. Gehen wir erstmal frühstücken. Der Nils ist gerade das erste Mal Big Thunder Mountain gefahren. Ja, also ich muss zugeben, das war gar nicht so schlecht eigentlich. Ich mag ja eigentlich so Achterbahnen nicht, gerade wenn es zu laut ist und so. Aber diesmal war es okay. Ich mochte die dunklen Passagen nicht, wenn ich nicht sehe, wo es hingeht, aber die offenen waren okay. Aber die waren ja auch nur kurz. Ja, stimmt. Aber die kamen mir lange vor. Ja, ich sehe gar nichts auf dem Display, also hoffe einfach mal, dass wir drauf sind. Ja, wir sind schon irgendwie. Ja, also Extra Magic Time hat heute nicht ganz so gut geklappt. Wir waren so enthusiastisch heute Morgen noch, aber wir haben dann irgendwie voll getrödelt. Und auch beim Frühstück ein bisschen länger gesessen und dann waren wir, ich glaube, wir waren Punkt 9.30 Uhr im Park. Sind dann direkt. Ja, 9.20 Uhr waren wir im Park. Ja, auf jeden Fall noch vor den normalen Leuten. Ja. Und dann sind wir direkt zu Peter Pan gesprintet. Ja. Haben 20 Minuten gewartet. 30 fast, würde ich sagen. Ja, 25 hätte ich gesagt. Ja. Aber dafür war gerade bei Big Thunder Mountain fast Walk-On. Und dann noch ein kleiner Tipp für euch. Irgendwann teilt sich ja so die Warteschlange in zwei Teile. Nehmt die linke Spur. Ja. Wir haben einen geheimen Tipp bekommen vom Mann vor uns. Sehr, sehr nett. Und dann konnten wir eigentlich direkt durchlaufen bis zum Einstieg. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt gehen wir mal rüber in die Walt Disney Studios. Ach so, übrigens, ich trage die Maske gerade nur nicht, weil ich trinke, deswegen. Ja. Und ich muss mal Luft holen, weil darunter ist so viel Kondenswasser, das ist furchtbar. Ja. Aber nein.
Hallo. Hallo, ich bin auch da. Ja, wir haben uns jetzt gerade hier vor Ratatouille einen Glühwein geholt und einen Kakao, weil wir wollten gerade auf Ratatouille gehen und jetzt ist die Ride down. Ja. Und ich beobachte gerade, weil da stehen gerade sehr viele Leute vor. Naja, wir müssen jetzt eh erstmal unseren... Das Problem ist, ich glaube, die Leute, die können auch alle nicht lesen, weil da steht extra jemand vor und da steht ein Schild vor, wo drauf steht... ist kaputt. Naja, aber die denken, es geht jetzt jeden Moment wieder auf, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Naja gut, aber deswegen, die Frau, die macht schon so den Eindruck, als würde sie halt immer nur sagen, ist kaputt. Bitte geht wieder. Naja. Achso, was ich noch gesagt haben wollte, das ist ein einfacher Kakao und das ist ein einfacher Glühwein. 6 Euro, 4 Euro. Also, aber der Glühwein ist ja lecker. Der Kakao ist auch lecker, aber den kann ich selber zu Hause genauso machen. Und da kostet der, keine Ahnung, 1 Euro. Lass uns nicht darüber reden. Ich habe die Suppe bestellt. Das verspeisen wir jetzt mal, ne? Ja. So, jetzt ist unsere Hauptspeise da. Wir haben uns hier ein Steak bestellt mit Pommes, ein bisschen Ratatouille dazu und Sauce Bernaise. Die Isabel hat das gleiche. Ja. Huden. Paris zu fahren hat Isabel nicht gereicht, deswegen muss sie jetzt hier nochmal Gas geben. Oh meine Güte. Ah. Sorry. Ich war noch nie auf so einer Art von Ride, also. Weil sonst fährt nichts immer. Warum fahren wir jetzt auf die Bahnstrecke hier? Also der Park macht gleich zu, aber wir stehen im Stau und kommen nicht raus. Ja, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen, quasi von unserem Tag. Wir hatten euch ja auch noch eine Roomtour versprochen. Die machen wir jetzt auch mal eben schnell, deswegen habe ich auch noch die Mütze auf dem Kopf. Wir sind gerade reingekommen, draußen ist kalt. Wir starten hier im Eingangsbereich mit, ja, hier natürlich der Tür und einem kleinen Lageplan. Hier gibt es eine Garderobe, wo ihr eure Klamotten aufhängen könnt. Ein Safe gibt es natürlich auch, was hier in der Tasche ist. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Extra Bettlaken oder Kissen, sagt Isabel. Dann geht es hier links rein, direkt zum Bad. Wir haben mal eine Toilette mit ein bisschen Beinfreiheit auf jeden Fall. Selbstverständlich Waschbecken, großen Spiegel. Und hier drüben gibt es dann auch noch, ja, eine Duschwanne. Das war es im Endeffekt im Badezimmer auch schon. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist so eine kleine Verbindungstür. Da haben wir gestern Abend mal kurz die Nachbarn durchgehört. Also die Isabel hat sie gehört, ich nicht. Hier könnt ihr dann nochmal eure Jacken aufhängen. Es gibt einen relativ großen Fernseher, auf dem ihr im Übrigen auch den Disney Channel
abspielen könnt. Dann haben wir hier, da hat die Isabel jetzt schön ihre Ohren dran aufgehangen, aber die Lampe ist eigentlich ziemlich cool, weil hier unten ist so ein... Ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen... ein bisschen unprofessionell jetzt. So ein Cowboy-Stiefel und da ist einfach diese Lampe dann drauf. Hier ist wieder ein Spiegel, ein kleines Bänkchen und hier drüben haben wir auch nochmal eine Couch, wo man sich dann hinsetzen kann. Gut, wir nutzen die immer, um unsere Sachen abzulegen. Hier ist auch immer noch so ein cooles Bild von Woody, Jesse und wie heißt das Pferd? Bully. Jetzt haben wir hier überall noch so Lampen mit Woody drauf. Die sind auf jeden Fall ganz cool gemacht. Was mich ein bisschen stört ist, man muss die irgendwie alle hier unten einzeln an- und ausmachen. Ich bin hier gestern die ganze Zeit rumgelaufen und habe hier den Lichtschalter für gesucht, aber irgendwie gibt es dafür keinen. Deswegen musste ich dann alle einzeln ausmachen. Es ist auch nicht so dramatisch, aber ist mir halt aufgefallen. Und einen Ventilator gibt es auch für die heißen Tage. Es gibt auch eine Klimaanlage, die rauscht gerade ziemlich im Hintergrund. Was allerdings auch hier mal wieder auffällt, das kriegt irgendwie auch kein Hotel so richtig gebacken. Hier haben wir jetzt zwei Steckdosen, was an sich ja super ist. Wir hatten es ja jetzt auch schon mal in Hotels, dass dann da nur eine Steckdose oder zwei Steckdosen waren, von der eine dann schon mit so einer Nachttischlampe belegt war. Hier sind jetzt zwei, die leer sind, was auch grundsätzlich gut ist. Wenn ich denn jetzt hier auf meiner Seite, wo jetzt gerade meine Wasserflasche steht, auch welche hätte, aber da habe ich jetzt wiederum keine. Grundsätzlich gibt es ja eigentlich genügend Steckdosen. Das stimmt, aber und hier sind auch so USB-Stecker. Genau, hier gibt es auch noch so USB-Steckdosen, normale Steckdosen. Also für unser Kamera-Equipment und Laptop und so weiter ist es natürlich super. Aber wenn man dann abends irgendwie mal sein Handy neben sich legt und halt eben das dann da laden will, für Wecker und so weiter, ja, ist es halt eben ein bisschen unpraktisch. Das soll es jetzt von der Roomtour auch gewesen sein. Da ist Isabel. Ja, das war's dann auch schon mit Teil 2 von Disneyland Paris. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Ja, ganz genau. Wie ihr gesehen habt, wir haben in der Zwischenzeit, nachdem wir essen waren, noch ein bisschen was erledigt. Wir haben noch einen Cocktail getrunken. Das Essen bei Jeremy war sehr gut, ja, hat sehr lecker geschmeckt. Das stimmt. War ja jetzt bei uns in der Halbpension so ein, ja, zumindest ein Teil zum Teil inkludiert. Wir haben auch noch ein Upgrade quasi genommen dazu und haben noch ein bisschen was oben drauf gezahlt. Ja. Es war definitiv in Ordnung. Es ist jetzt kein 5-Sterne-Lokal natürlich. Ist halt schon nicht günstig, aber man bezahlt für die Experience. Ja, definitiv. Und das war schon sehr cool. Ja. Ja, und dann sind wir noch Big Thunder Mountain im Dunkeln gefahren. Das war auch sehr cool. Das war auch cool, das stimmt. Wir haben nochmal Buzz Lightyear gemacht, wo ich wieder gewonnen habe. Und wir haben noch... Autopia gefahren. Meine Meinung zu Autopia... Das ist ein bisschen zu nah an der Realität, weil wir standen im Stau und wir standen an der Ampel. Ja, relativ lange. Also wir haben dann auch echt damit, wir wollten noch in den Weihnachtsshop, um für unseren Weihnachtsbaum so eine Kugel zu holen. Aber haben wir auch noch geschafft. Haben wir noch geschafft, aber ja, es war sehr, war schon sehr nach knapp. 7 Uhr. Wir waren dann auch noch in dem Shop bei Star Tours, wo ich mir dann noch eine Tasse holen wollte. Und da war es schon knapp. Also wo wir von Autopia runterkamen, waren es schon so, ja... 18:45 und wann haben wir uns angestellt? Also so 18:15, 18:20. Ja. Also wir haben nicht lange in der Schlange gestanden. Und wir Bahn ging auch nicht lange. Wir standen halt nur lange vor dieser Ampel, bis wir halt wieder zum Aussteigen konnten. Aber da war ein echt netter Mitarbeiter. Ja, das stimmt. Ja. Der kannte Borussia Mönchengladbach. Und Fortuna Düsseldorf, warum man auch immer das kennen muss, aber gut. Ja, auf jeden Fall war ein echt schöner Tag. Definitiv. Deshalb freuen wir uns schon auf morgen. Ja. Morgen machen wir nämlich nochmal all die Highlights. Ja, definitiv. Also alles, was uns am besten gefallen hat. Aber auch noch ein paar Rides, die wir noch nicht gesehen haben. Also seid gespannt. Genau, schaltet nächste Woche wieder ein. Das ist auch das Stichwort, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.